Probieren wir den Koffer einräumen, damit ihn zubringen. Ich darf Windsurfen. Und Radfahren. Ich werde Tennis spielen. Ich will Windsurfen, Radfahren. Also ich werde mit der Anna, mit der Tanja viel Spaß haben im Zimmer und ich werde Tennis spielen. Das ist auch voll cool. Also ich darf Windsurfen. Ich darf ein bisschen die Projektwoche filmen, weil es ja so lustig ist. Und ich werde voll die Garde haben mit meiner Zimmerkollegen. Radfahren, Tennis spielen. Ja. Ich habe sicher mit der Bette und der Sarah viel Spaß mit Zimmer. Ich freue mich, dass wir keine Schule haben. Wir fahren nach Burgenland, habe ich recht. Und ich tue wahrscheinlich die Leute ganz rein. Ja, ich freue mich ausgeschwitzt. Ich werde auch laufen, wenn ich geschwitzt habe. Und wir werden jetzt dann noch Wien fahren ins Österreich-Studio. Und dann, wenn es Natur, historische Museum fahren. Und dann werden wir nach Burgenland fahren. Nach Polarstadt. Ob es selber mit Alex. Nur, dass ich jetzt schaffen werde. Ich wollte das, aber es macht Alex auch. Das mache ich auch. Ich hoffe, es kommt uns dann nicht so stumm und das haben wir in Ungarn. Ja, es ist reizend. Fall von, wenn wir uns nicht haben. Schlafen. Ja, überglücklich natürlich, dass ich da mitfahren darf, da mit der 3a-Klasse. Und ich denke mal, dass wir eine schöne, friedliche Woche miteinander erleben werden. Ich wünsche euch allen eine super Burgenland-Woche. Ich wäre jetzt auch gerne im Bus und würde so gerne mitfahren. Vielleicht denkt ihr auch mal an mich und schickt mir eine SMS. Passt gut auf. Eure Frau Zuhammer. Volle Information zur vollen Stunde. Ö3 Nachrichten. Es ist 13 Uhr. Einbrecher verlor Geburtsurkunde am Tatort. Eine Kuh überfiel Volksbank in Innsbruck. Das Wetter morgen sonnig bei 22 Grad. Am Mikrofon Jennifer Buchberger. Ein Einbrecher hat am Tatort in Salzburg seine Geburtsurkunde verloren. So hat ihn die Polizei aufspüren können. Der 15-Jährige hat die Glastüre einer Videothek eingeschlagen und 3 Videos gestohlen. Die Polizei hat den Schüler festgenommen. Er muss jetzt für eine Woche ins Gefängnis. Kein Dieb, sondern eine schwarze Kuh hat heute früh in einer Volksbank in Innsbruck für Aufregung gesorgt. Das Vieh hat den Schalterraum betreten, war sich dann aber schnell darüber im Klaren, dass das Heu in der Bank nicht zu fressen war. Die Kuh dreht eine Runde zwischen den Schreibtischen und ist wieder an die frische Luft verschwunden. Eigentlich sollte sie als Stargast einer Hochzeitsgesellschaft das Brautpaar überraschen. Doch vor dem Standesamt ist die Kuh abgehauen. Und damit zum Wetter. Heute ist es den ganzen Tag sonnig. Die Temperaturen sind sehr frühlingshaft. Diese liegen am Nachmittag zwischen 15 und 22 Grad. Erst am Abend und in der Nacht ziehen vom Westen dichte Wolken durch und es kann zu regnen beginnen. Der Ö3-Ausblick. Morgen ist es in ganz Österreich regnerisch. Die Höchstwerte erreichen nur mehr 14 Grad. Hier ist Hitradio Ö3 mit dem schnellsten Verkehrsservice Österreichs. Kärnten. A2 Südautobahn Richtung Wien. Bei der Ausfahrt Klagenfurt-Ost ist ein Unfall passiert. Die Überholspur ist gesperrt. Bitte fahren Sie hier vorsichtig. Und Niederösterreich, A1 Westautobahn Richtung Salzburg. Bei St. Pölten gibt's Bauarbeiten. Der Verkehr wird immer wieder kurz angehalten. Rechnen Sie mit Wartezeit von bis zu 15 Minuten. Sonst sind uns keine Störungen gemeldet worden. Gute Fahrt. Ich bin aus Tirol. Wie die Lieblast.
Wart ihr schon mal in Tirol? Ja. Skifahren? Ja. Und in Wies jetzt auch nicht das erste Mal, oder? Ja. Und ihr macht also eine gemischte Sport- und Wienwoche. Sehr gescheit. Bei mir war das noch getrennt. Entweder oder. Was gefällt euch für Musik gerade so? Justin Bieber. AC/DC. AC/DC, ja, wir spielen, glaube ich, Justin Bieber recht wenig, aber AC/DC spielen wir viel. Fußballfans aller Länder singen sich schon ein. In 4 Tagen geht's los, Fußball. Es ist 12.31 Uhr aus der Ö3-Verkehrsredaktion, meldet sich Kim Kobacker. Bitte um Vorsicht, in Niederösterreich liegen große Reifenteile auf der A1 der Westautobahn Richtung Salzburg zwischen Melk und Köchlern.